Hallo und herzlich willkommen bei Managewürzel. So, heute starte ich ein neues Let's Play und zwar vom Bus Simulator 2012. Okay, so. Ich starte einfach das Spiel mal. Okay, hier auf neu. Und jetzt lädt es. So, das kann eine Weile dauern. So, lade schneller. Wenn das zu lange dauert, dann schneide ich es nachher heraus, damit ihr nicht zu lange warten müsst. Okay, dann geht das jetzt eigentlich eh ganz fix. So. Okay. Hier müssen wir den Namen eingeben. Ich nenne ihn jetzt mal Dieter Möller. Ach scheiße. Okay, Ügen. Geht nicht. Dieter. Na, dies ist auch nicht gut. Nehmen wir. Ist auch schlecht. Andreas, genau. Andreas Freifurt. Genau. Okay. Wir sind am 12.10.1973 geboren. So. Und hier müssen wir uns jetzt die Fahrernummer notieren, die wir später dann im Bus brauchen. So, die notiere ich mir jetzt schnell mal. So. Okay. Dann klicke ich auf Weiter. Und hier kann man entscheiden zwischen Einsteiger und Experte. Denn wenn man das Spiel neu beginnt, dann würde ich eher Einsteiger empfehlen und Experte würde ich eher für die alten Hasen des Busfahrens empfehlen. So, ich nehme jetzt Einsteiger. So, okay, wir haben jetzt August. So, ja. Ihr könnt ja dann auf Stopp drücken. Ich lese das jetzt nicht vor. Und schließe es auch dann wieder. So. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Ja, ich weiß. So. Ja, hallo, Andreas Freifurt. Ja. Okay. So. Okay, hier. Das ist Freifurt sozusagen. Wie es lebt und lebt. Okay. So, laufen wir mal. Oh, laufen wir. Okay, hier ist der Schalter, damit wir auch das Tor öffnen können. Okay, das ist jetzt unser Bus mit dem Kennzeichen FEDD49. Und hier der Werkstattplan, wo man zwischen dem Standardbus und dem Gelenksbus wechseln kann. Aber ich nehme jetzt den Standardbus, aber nur aus demonstrativem Zweck habe ich jetzt hier mal den Gelenksbus gewählt. So. Wieder den Standardbus. Okay. So. Und da ist der Dienstplan. Hier können wir auswählen, welche Strecke wir fahren wollen. Und ich fahre jetzt gleich die erste. So. Klicke auf Auswählen. Dann müssen wir uns die Liniennummer aufschreiben und die Dienstnummer. So. Wenn ihr euch das aufgeschrieben habt, könnt ihr hier unten auch noch sehen, wann der nächste fährt. Also momentan ist es 15.19 Uhr. Also der nächste fährt um 15.20 Uhr, 15.30 Uhr. So. Ich klicke jetzt hier auf Schließen und werde jetzt in den Bus einsteigen. So. So, jetzt sitze ich hier im Bus. Hier, netter Kaffee. Das ist der Bus von außen. Aber den zeige ich euch dann gleich noch, wenn ich hinausgefahren bin. Okay. So. Jetzt kann ich meinen Sitz einstellen. Niedriger, höher.
Zurück, nach vor. So, dann stelle ich mir jetzt schnell noch ein. Ja, nein. So, okay. Dann wäre das jetzt auch mal gespeichert. Und jetzt muss ich meine Fahrernummer eingeben, die ich mir am Anfang, wie ich mir mein Profil erstellt habe, eingeben. Also die, in meinem Fall, die 6768. So, und jetzt mit dem grünen Knopf bestätigen. Und jetzt noch der Sicherheitscode, die 4499. So, okay, jetzt muss ich die Dienstnummer eingeben. Die längere Nummer, die ich mir beim Fahrplan aufgeschrieben habe. Also 4 mal die 11, 29, 14. Okay, bestätigt. Die Liniennummer, die ersten drei Zahlen von der Dienstnummer. Ja, Dienstnummer. Okay, mit bestätigen. Ja, nochmal bestätigen. Und jetzt sehen wir schon, hier ist die Karte, also wo die Route, wie wir fahren müssen, schon eingeblendet. Das könnt ihr ja hier schön sehen. So. Jetzt muss ich warten. Und während ich warten muss, erkläre ich euch das Weitere. Okay, so hier, okay, das ist die Klimaanlage. Ich kann schnell schauen, wie viel Grad hat es innen. 26,5. Ja, werde ich ganz kühlen, Gebläse voll aufdrehen. Oh, ich muss noch schnell den Motor starten. So. Okay. Dann hier, das ist für die Dachluken, aber das geht jetzt nicht, denn die Klimaanlage ist jetzt eingeschaltet. Warte, ich kann sie schnell ausschalten. Nein. So. Ja, keine Ahnung. Egal. Hier könnt ihr halt die Dachluken öffnen. Das ist die elektronische Anlage, die man am Anfang mit E startet. Und das ist der Motorschnellstart. Wenn ich hier drauf drücke, stellt sich der Motor ab. So. Jetzt ist der Motor aus. Hier kann man noch das Fahrerfenster hoch runter machen, so hier seht ihr es unten, jetzt wieder nach hoch, jetzt wieder hoch, so, jetzt ist wieder zu. So, hier ist das Zündschloss, hier seht ihr jetzt oben, wie die Leuchten aufscheinen. Und jetzt habe ich den Motor gestartet. So, und hier können wir das Licht einschalten, das werde ich jetzt auch mal anschalten. Hier die Deckenbeleuchtung, Kassenbeleuchtung, Saritara. Ja, okay, zu diesen Sachen sage ich jetzt nicht viel, noch die Warnblinkanlage. Ja. So, das ist das allgemeine Cockpit und hier kann man noch das Display durchschalten. Ja, momentan brauche ich 117 Liter. Weiß zwar nicht wieso. Okay, jetzt wird es zwar nicht viel weniger, aber egal. So, und das letzte Menü. Hier die Schulfahrschaltung ist damit, wenn ich eine Tür offen habe, dann geht die Warnblinkanlage gleich ein, schaltet sich ein, und wenn ich jetzt die Tür schließe, ist die Warnblinkanlage weg. Okay, hier die Türfreigabe, die Türsperre. Hier kann ich euch auch zeigen, die Türsperre ist. Jetzt geht nur ein Flügel von der Tür auf. Ich schließe auch wieder einen Flügel. Dann gebe ich wieder die Tür frei. Mann, warum geht das nicht? Ach. So, okay. Türfreigabe war was anderes. Und jetzt gehen wieder beide Türen auf. So. Okay. So. Jetzt stelle ich mir noch schnell mein Gamepad ein. So.
schnell einstellen. Hier kann man noch das Lenkrad einstellen, wie man es haben will. Ich habe es immer auf 0,71. So, zurück. Hier ist noch schnell einstellen. So. So, das auch noch. Hier 1,69. Okay, dann 0,01. Hier ganz nach oben. So. Ist alles weg. Okay, schließen. So. Jetzt löse ich die Handbremse und leg die ein. So. Jetzt fahre ich mal den Hof. Okay. Gleich einen Crash verursacht. So, die Außenspiegel muss ich mir auch noch schnell einstellen. So, den rechten auch noch. So, okay. Jetzt stelle ich noch schnell den Motor ab. Hier, okay. So, ich mache schnell noch die Tür auf, dann zeige ich euch den Bus von außen. Ah, egal, hoher Sturmfrau. So, das ist der Bus. Man kann auch das Repaint vom Bus ändern. So, da, hier kann man auch ändern. Nächstes. Ja, das von der Polizei, das habe ich mir runtergeladen. Das auch. Ja. Ja, kann man halt zwischen paar Sachen wählen. Aber ich bleibe bei dem standardmäßigen normal. Okay. So, wieder einsteigen. Dann können wir schon losdüsen. Okay. Das war die Einführung zum Bus-Simulator 2012. Ich mache auch noch nächste Parts. Da werde ich ein paar Linien fahren. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer GFussel.